Es ist auch kein dialektischer Prozess der Verwerfung, der Verwerfungen oder der Negationen, etwa im Sinne Hegels, der daraus eine Spirale der Evolution des Geistes nach oben bis zum Absoluten desselben macht. Und auch keine der Spirale nach unten entsprechend der Emanation, die alle Evolution leugnet, sondern das Drehen in immer gleichen Kreise mit immer mehr Verkomplizierung der Struktur und Nichtvereinfachung vom goldenen Zeitalter ins Blecherne. Nein, es ist eine Art Methode der Baubo, des Röckeschürzen, des Schlüssellochguckens, des Entlarvens, dass es die eine Lüge, die eine Behauptung, das eine, das von sich angibt, es würde Solidität und Sicherheit und seinen Standpunkt behaupten können, genauso entlarvt werden soll auf diesem Bühnentheater als auch die andere, die im Verschlingen, im Einverleiben sich behauptet. Sowohl die Entlarvung der zwangsneurotischen Abwehr eines Selbstzerstörungs-, Selbstvernichtungs-, Todeswunsches aufgrund jenes zu viel erfahrenen Intensitäten an falscher Lust, als auch nicht die andere hysterische Abwehrform der Bewahrung des Erleibens und der Verwerfung des Inhalts und des Denkens als ein erfahrenes zu wenig an Lust, an Mangelloch, das unaufhörlich nymphomanisch gestopft werden muss. Beide Seiten der Abwehrformen sind wieder nur zwei Seiten dieses Spiegelkabinetts. Und Baubo schürzt die Röcke und sagt: Her, seht her, ihr kleinen Punkt, Punkt, Punkt.